Ja, und hallo meine Lieben, eure Alex ist hier und wir kommen zu diesem kleinen wichtigen Video. In diesem Video möchte ich mit euch über das Thema Transphobie 2020 reden. Und zwar ist es halt noch so, dass leider noch nicht alle mit dem Thema Transsexualität klarkommen. Also es gibt halt immer noch Leute, die immer noch was dagegen haben und halt auch transsexuelle Leute halt diskriminieren und alles Mögliche, was halt nicht so schön ist. Ich meine, jeder hat zwar seine eigene Meinung dazu, aber halt, ich finde, bei Diskriminieren geht es halt ein bisschen zu weit. Und ja, möchte ich mal ein bisschen mit euch darüber reden, weil ich kenne das auch selber, ich habe auch sehr viele Kommentare mal bekommen im Internet und so, die halt nicht schön waren und so, und wollte euch die mal hier mal zeigen. Und der Grund, weshalb ich auch das Video mache, ist halt, ich habe mal vor, wann war das? Mai oder so, habe ich mal ein Video kommentiert von KuchenTV. Also KuchenTV hat ein Video hochgeladen. KuchenTV, ein sehr guter YouTuber, also einer meiner Lieblings-YouTuber, er macht sehr gute Videos. Hat zwar ein bisschen komischen Humor, aber. Und ja, er hat zwar halt ein Video genannt. Das war hier die Cage News Folge 57, glaube ich. Kann nochmal gucken. Genau, die 57, genau. Und ja, da ging es halt darum, dass zwei Deutsch-Rapper mit einer Transfrau geschlafen haben. Und so die Deutsch-Web-Szene und so, wie man es halt kennt, sind leider sehr, sagen wir mal, was das Thema Schwulen und so angeht, also schwul, lesbisch, Transsexualität, die sind halt immer da, ja, sagen wir mal, schwulenfeindlich oder transphob. Man merkt ja manchmal in manchen Liedern, da kommen Wörter vor wie, möchte ich jetzt hier nicht sagen. Und ja. Auch ein gutes Beispiel zum Beispiel ist auch hier Mickey Pablo, der macht ja auch so eine Webvideos und dann haut er auch in jedem seiner Videos irgendwelche schwulenfeindliche Begriffe raus, aber outet sich dann auf einmal als schwul, nur halt um damit Geld zu machen. Am Ende war es ein Experiment, aber das war ja am Anfang des Jahres. Und ja, da war halt, ging es halt wieder zum zwei Rapper, ich kann die Namen leider nicht aussprechen, wie gesagt, ich kenne mich doch mit der Deutschrap-Szene überhaupt nicht aus, ist auch überhaupt nicht mein Gebiet. Und ja, die haben halt irgendwie mit einer Transfrau geschlafen. Ich kann euch mal gerne jetzt hier, damit ihr wisst, worum es geht, ein Video einblenden. Bleiben auch direkt im Rap-Geschäft. Und zwar gibt es einen heftigen Skandal von Sinanji und Suna, der momentan im Internet kursiert. Und zwar hat eine Transfrau einige private Details darüber veröffentlicht, dass sie angeblich mit den beiden geschlafen hat. Ob das Ganze aber wirklich stimmt oder nicht, kann ich an dieser Stelle übrigens nicht feststellen. Wie es natürlich in der Deutschrap-Szene halt so ist, naja, haben die beiden dafür jetzt einen ziemlich heftigen Shitstorm bekommen. Und zwar alles, was sie gemacht haben, ist halt mit dieser Transfrau geschlafen zu haben. Mehr nicht. Ich muss sagen, dass ich halt genau wegen solchen Aktionen von der Deutschrap-Szene bzw. von der Hörerschaft einfach absolut enttäuscht bin. Was ist denn bitte daran schlimm? Selbst wenn die beiden mit dieser Transfrau geschlafen haben, ich verstehe das halt ehrlich gesagt nicht. Selbst wenn die beiden jetzt jeden Tag Dutzende Schwänze lutschen oder in Bukake-Partys in die Mitte gehen, kann es uns doch vollkommen egal sein. Es ist doch deren Leben und das macht deren Musik oder deren anderen Aktionen doch auch weder besser noch schlechter, was sie da privat in einem Hotelzimmer machen. Mal abgesehen davon ist eine Transfrau ja auch eine Frau, die hat eine Mumu und keinen Penis mehr. Also verstehe ich noch weniger, warum man sich darüber beschwert. Gerade in der Twitter-Community wurden einfach viele Tweets verpasst, die einfach transphob sind, beziehungsweise auch homophob. Was soll das? Lass die Menschen doch einfach leben, wie sie möchten. Und dass das Ganze zu einem Shitstorm geführt hat, finde ich wirklich einfach absolut peinlich für die gesamte Deutschrap-Szene. Das. So. Und wie ihr halt auch gehört habt, hat Kurenfer auch gerade gesagt, dass er, sagen wir mal, es halt, sagen wir mal, übertrieben findet, dass ja, dass sie da so ein Theater machen, dass die Fans von diesen Rappern halt jetzt auf einmal die Rapper da so beleidigen und so, und nur weil sie halt mit der Transfrau geschlafen haben. Ich meine, gut, erst sagen die, machen die Rapper irgendwelche transphobischen Äußerungen oder irgendwas oder halt sind so schwulenfeindlich und so, und dann auf einmal schlafen sie mit denen, aber ist doch ihre Sache. Und die haben es auch irgendwie auch schon vorher gewusst, dass die Person halt trans war, die sie halt geschafft haben, aber ist doch ihres, aber jetzt werden sie halt von diesen Fans und so, da wurden sie da beleidigt, wo das war. Und ja. Und da habe ich halt einen Kommentar drunter geschrieben. Der wurde auch 1405 mal geliked, den habe ich aber leider jetzt gelöscht in einer Zeit, weil mir halt dieses von meinem Handy immer dieses Bing, 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 wenn der Nachricht kam, auf die Nerven ging. Und ja, und
Das wurde aber 1405 Mal geliked und auch KuchenTV hat es auch angepinnt und hier auch geherzt, was mich sehr gefreut hat. Ich finde auch KuchenTV ist auch einer der toleranzsten YouTuber, die ich kenne. Klar, er macht manchmal irgendwelche, hat einen komischen Humor, er hat auch jetzt letztens bei Instagram so einen komischen Witz gemacht, irgendwas mit, würdet ihr mit einer Skimilch schlafen und so, da habe ich mir auch so gedacht, musste das jetzt sein? Aber ich wusste natürlich, dass das natürlich von ihnen mal Spaß gemeint ist. Deswegen habe ich mir jetzt hier nicht so gleich, sagen wir mal, in Transphobie oder so halt vorgeworfen, weil ich weiß halt, wie KuchenTV Humor ist. Und ich finde, man sollte auch zwischen Humor und ob man das wirklich als Beleidigung nimmt oder so entscheiden können. Und ja, da habe ich halt einen Kommentar geschrieben, dass ich, den blende ich euch mal hier ein. Also ich werde wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie ich es mit den Schneiden machen soll, weil mein Laptop ist leider sehr langsam, was das Thema Rendern uns angeht. Da muss ich halt überlegen, wie ich das mache. Ich habe zwar ein Programm, mit dem ich halt rendern kann, wo ich halt auch hier so Bilder einfügen kann, aber wenn ich das mache bei einem langes Video, und das wird wahrscheinlich ein langes Video, kann das manchmal einen Tag dauern, bis es fertig gerendert ist und das wäre mir ein bisschen zu lange. Deswegen werde ich wahrscheinlich erst den Kommentar als Bild einfügen und dann werde ich den Kommentar selber nochmal vorlesen. Also ihr könnt ihn erstmal durchlesen, von sich aus, und ich werde ihn danach nochmal vorlesen und meine Meinung dazu sagen. Ja. So, dann kommen wir halt zu meinem Kommentar, den ich ja geschrieben habe. Ich sage, den blende ich dann jetzt ein. Und habe zwar halt geschrieben, ich als jemand, die selber transsexuell Mann zu Frau ist, finde es einfach nur lächerlich, dass die Webszene sich so aufregen und gleich transphob wären. Was ist daran schlimm, mit einer Transfrau zu schlafen? Da fehlt jetzt ein bisschen was. Wie gesagt, ich kann auch leider den Kommentar nicht mehr angucken. Auch da habe ich halt noch was geschrieben, wie mit, dass wir halt nur einfach normale Frauen sind auch. Ob man jetzt trans oder halt eine normale Frau ist, ist halt ein Unterschied. Zwar finde ich, man sollte halt immer, wenn man halt jetzt zum Beispiel mal jemanden kennenlernt oder so und der will mit einem zusammenkommen. Ich meine, bei mir kann es nicht passieren. Ich bin erstmal nicht lesbisch und habe auch eine Freundin, mit der ich schon seit 7 Jahren zusammen bin. Aber ja, ich finde, man sollte es dann halt auch die Person dann sagen, dass man halt trans ist. Damit die sich auf einmal so halt, dass sie Bescheid weiß. Und ja, bei, wie gesagt, ich noch geschrieben, dass man halt, wie gesagt, dass wir halt eigentlich normale Frauen sind. Auch. Ob jetzt trans oder biologisch Frauen, macht da keinen Unterschied. Wie gesagt, wenn ich jetzt meine OP und so noch hatte und alles Mögliche, dann bin ich ja auch halt eine richtige Frau. Und ja. So, und da habe ich jetzt den Kommentar geschrieben. Wie gesagt, der wurde auch von KuchenTV angepinnt und alles Mögliche. Und er hat dann auch Zuspruch gegeben, also mit dem Herz. Und da kamen auch ganz viele Leute, die mir auch halt selber Zuspruch gegeben haben. Also die haben auch sehr viele positive Kommentare und habe mich auch verteidigt zwischen diesen ganzen Hater, die halt sehr transphob geworden sind und halt auch dann halt diskutiert hat, da was geht nicht und bla 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 bla, was sollte man verbieten und so, und ja, da möchte ich euch mal gerne ein paar Kommentare vorlesen und ich möchte euch schon mal eins sagen, hier werden keine Beleidigungen fallen. Ich bin jemand, die ist komplett gegen Beleidigungen, ich finde Beleidigungen sind mit das armseligste, was man machen kann. Ich verstehe eh nicht, warum gleich irgendwelche Leute irgendwas schreiben wie mit du Hurensohn und alles mögliche. Ich finde sowas lächerlich, ganz ehrlich. Und ich werde auch wenn mich diese Kommentare auch damals auch sehr wehgetan haben und auch sehr geschockt war, ich werde diese Leute auch jetzt hier nicht beleidigen oder irgendwas. Ich werde sehr konstruktiv drauf eingehen und alles mögliche. Also da braucht ihr keine Angst haben. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr das Video seht, dass ihr auch bitte keine Beleidigung in meine Kommentare schreibt oder halt auch keine transphobische Beleidigung, falls ihr gegen das Thema trans ist. Wenn ihr gegen das Thema trans seid, dann bitte tschüss von meinem Kommentar. Aber lasst bitte diese blöden Kommentare. Finde ich so einen Kommentar, wird es sofort gelöscht und geblockt. Weil ich möchte hier auf meinem YouTube-Account wirklich halt, ich mache das halt so aus Spaß, YouTube. Ja, wäre ein bisschen cool, wenn man noch ein bisschen mit Geld verdienen könnte mit YouTube, aber ich mache es halt auch Spaß, als mein Hobby, und möchte halt nur Spaß haben und möchte auch hier keinen Streit oder so oder Diskriminierung auf meinen Channel haben. Deswegen möchte ich euch gerne bitten, dass ihr halt, ja, wenn man mal euch benimmt. Und ja, kommen wir dann jetzt zu den Kommentaren. Das Video nimmt jetzt schon wieder 8 Minuten auf. Ich quassel zu viel.
Und ja, wie gesagt, ich werde erst den Kommentar einblenden und dann werde ich ihn selber vorlesen. Wird zwar ein bisschen nervig sein beim Schneiden, aber geht halt gerade nicht anders wieder. Mein Programm würde es nicht, also mein Laptop würde es nicht schaffen, das Video dann schnell zu rendern. Deswegen muss ich es leider so machen. Hätte das gerne so eingefügt, aber ja. Und ja. Fangen wir mal an. Alter, wie widerlich. Du bist keine normale Frau, du bist ein Mann, der denkt, er wäre eine Frau. Nur weil du dich umoperieren lässt, macht dich das nicht zu einer normalen Frau. Zu einer Frau von mir aus. Du hast dein Wort vergessen, mein Lieber. Aber du bist und wirst keine normale Frau sein. Naja, es ist einfach für viele unvorstellbar, tut mir leid und auch widerlich, genauso wie für mich. Und es stimmt einfach, dass du keine Frau bist, ist einfach so. Ich finde einfach lustig, wie solche Leute halt immer dann noch dieses tut mir leid und so hinschreiben oder es ist halt meine Meinung, Entschuldigung. Und dann halt irgendwas, sagen wir mal was Transfeindliches irgendwas schreiben oder halt einen Ausdruck wie widerlich und so. Denke ich mir, musst du dann, ganz ehrlich, deck dein tut mir leid sonst vorhin. Ganz ehrlich, wenn du noch dazu noch schreibst, dass es widerlich ist. Gott schuf Adam und Eva und nicht Adam und Eva und Adam Eva. Schwule kann man ja vielleicht akzeptieren, aber solche unnatürlichen Personen verdienen keine Aufmerksamkeit. Meine Meinung. Das ist halt deine Meinung. Aber ja. Muss ich mich daran halten? Nein. Chromosome lassen sich nicht verändern. Tut mir leid, es dir zu sagen, aber du bist keine Frau, nur ein Mann mit bestimmten Metallen. Ja, aber wer achtet denn auf das Chromosom? Ganz ehrlich, wer achtet da drauf? Ja, mein Arzt? Das sind die einzigen Leute, die meine Chromosomen sehen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit meiner Wege fertig bin und alles ist komplett. Ich hatte meine OP, ich habe mein Brust-OP vielleicht noch, wieder meine Stimme und alles Mögliche und halt auch mein Gesicht und so. Und man erkennt es auch gar nicht mehr, wie bei den meisten Transfrauen. Da werdet ihr es auch nicht merken. Kein Unterschied. Und wenig Chromosom. Wer sieht denn das? Wer sieht denn bitte meine Chromosom? Wer? Mein Arzt. Ich werde doch jetzt. Doch nicht jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn ich mal einkaufen gehe und jemand fragt mich, ob ich eine richtige Frau bin, dann muss er mir mein Chromosom oder so zeigen oder irgendwas oder was. Das sieht doch eh keiner. Es interessiert auch keiner, ob was für, wie meine Chromosomen sind oder nicht. Der einzige, der es sieht, ist mein Arzt. Mehr nicht. Da kamen viele Leute, die mit diesem Chromosom angesprochen haben. Ja, stimmt, die Chromosomen ändern sich leider nicht, aber. Ich meine, wer sieht's? Wem interessiert's? Ich glaube nicht, dass ich auf der Straße angesprochen werde wegen meiner Chromosomen. Mama? Ah, jetzt kommt der Beste. Du bist keine Frau und wirst doch nie eine sein. PS, ich hoffe, dass niemals ein Mann mit dir zusammenkommt. Mein Lieber, den Wunsch kann ich dir sehr gerne erfüllen, weil ich komme eh nicht mit einem Mann zusammen, da ich bin lesbisch. Ich bin eh lesbisch und ich habe eine Freundin, mit der ich schon seit 7 Jahren zusammen bin und die mich über alles liebt und mich auch unterstützt und alles Mögliche, immer für mich da ist. Und ja, da kann ich dir gut versprechen, ich komme mit einem Mann nicht zusammen. Hey, guck mal, ich habe dir was zurückgegeben, hm? Ah, jetzt kommen diese typischen Dings-Kommentare. Auch lustig, dass der Typ ein Gnom heißt. Würdest du das verheimlichen und mir nicht sagen, dass du trans bist, würde ich dir einen Stuhl gegen den Kopf hämmern. Oh, diese Gewaltandrohungen. Ah, ich habe Angst. Oh. Ich glaube, das war's jetzt, oder?
Ich guck nochmal. So, dann habe ich hier noch einen Kommentar. Das war jetzt nicht unter meinem Kommentar, aber es war auch unter dem Video, weil ja irgendeiner was auch über Trans geschrieben hat. Und dann hat hier dieser Yellowstone, der auch schon bei mir irgendwelche transphobischen Äußerungen gemacht hat und auch einen Kommentar geschrieben hat, wie, den habe ich aber leider nicht gespeichert, der hat dann mal einen Kommentar geschrieben, wie mit, wenn ich bei ihm zu Hause wohnen würde, würde mich dein Vater im Käfig einsperren oder im Keller einsperren und mich für eine Weich prügeln oder irgendwas. Oder meine Transsexualität rausprügeln. Beste Familien. Wow, genau so erzieht man seine Kinder. Und da hat er jetzt geschrieben und einen anderen Kommentar wieder. Trans ist haram, weg damit. Und ein anderer hat geschrieben, egal ob haram oder nicht, weg mit den Viechern. Wenn ihr euch fragt, was haram bedeutet sowas wie, ist gegen den islamischen Glauben. Und ja, da ist meine Meinung dazu. Ich habe überhaupt nichts gegen Religion, gar nichts gegen Religion. Ich respektiere auch jede einzelne Religion. Ich zum Beispiel, 2018 bin ich zum Beispiel mit meiner Familie mal nach Dubai geflogen. Ende 2018. Und habe mich erstmal erkundigt, wie ist es denn da eigentlich? Weil Dubai ist ja eine sehr, sagen wir mal, religiöse Stadt und so. Und die haben auch andere Regeln als hier in Deutschland. Und habe mich erstmal erkundigt und habe dann gelesen, dass jetzt Schwule und Trans und so nicht da gerne gesehen haben. Da wurde auch, glaube ich, irgendwie meine Transsexuelle im Flugzeug nicht nach Dubai gelassen, weil sie halt im Ausweis noch männlichen Namen hatte oder so. Also man hat halt erkannt, dass sie dann transsexuell war. Und die wurde halt nicht durchgelassen. Also da habe ich mich erkundigt und dann habe ich mir so gedacht, toll, was mache ich jetzt? Und dann bin ich halt mit, auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist, mit Männerklamotten und so nach Dubai geflogen, damit ich halt wenigstens den Familienurlaub für meine Eltern nicht versaue. Nicht, dass wir da irgendwelche Ärger kriegen und so, und ja. Da habe ich mich an der Regeln da gehalten, was halt in Dubai ist. Und dann noch ein Kommentar, jetzt unter meinem Kommentar habe ich auch noch gefunden. Transfrau ist haram. Ja, auch wieder dieses Haram halt, wie gesagt, gegen islamischen Glauben. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen irgendeine Religion, ich respektiere auch jede Religion. Und ich weiß, dass auch hier mit den Dings, dass es auch sehr viele Probleme gibt und so. Und meine Werkstatt zum Beispiel, wo ich arbeite in so einer Behindertenwerkstatt, also für Menschen mit Behinderung, da habe ich auch ein bisschen an Autismus leider, eine sehr leichte Form. Und ja, die Werkstatt ist sehr, sehr christlich, also sehr christlich. Wir gehen da auch jeden Weihnachten und so in eine Kirche, außer dieses Weihnachten leider. Und ich bin nicht christlich, aber ich gehe halt immer mit zur Kirche mit. Und ich werde auch komplett respektiert auf der Arbeit, also die unterstützen mich da alle und behandeln mich auch so, wie ich halt behandelt werden möchte und alles mögliche, auch respektieren komplett meine Transsexualität. Und ja, auch einer, also ein Pfleger bei uns, der halt sehr, sehr, sehr christlich ist, für den soll ich auch jetzt die nächsten Tage noch ein Jesusbild abzeichnen, was ich auch viel mache, was er halt zu Weihnachten haben möchte, was ich auch gerne mache. Und auch er kam zu mir, hat mich gedrückt, hat gesagt, er findet es sehr, sehr toll von mir und so, dass ich halt dazu stehe und alles mögliche. Und ja, wie gesagt, ich respektiere jede Religion, aber ich finde einfach, man soll mit dieser Religion halt andere Leute in Ruhe lassen. Mit dem Glauben und so. Ihr könnt gerne dieses Glauben haben. Ich habe auch nichts dagegen, dass beim islamischen Glauben oder sonst wo halt Transsexualität und so nicht angesehen wird. Also dass es halt, wenn man mal da verboten wird oder halt dagegen ist. Aber dann lasst die Leute damit in Ruhe. Dann hört aber auf, versuchen die Leute euren Glauben halt, sagen wir mal, zu bringen und zu tun, als nur weil ihr das glaubt, müssen alle anderen das auch. Ist nicht so. In Deutschland erst recht nicht. In Deutschland ist Transsexualität komplett, was komplett akzeptieren ist, wie gesagt, es wird auch komplett schon versucht, dass Transsexuelle auch ein bisschen einfache Wege haben, zum Beispiel mit der Namensänderung und so. Und alles, dass es halt ein bisschen für die Leute halt ein bisschen schneller geht, habe ich jetzt letztens gelesen. Und ja, ist halt nicht so. Und darum finde ich einfach, wenn ihr halt, dann lasst doch die anderen Leute mit in Ruhe. Wenn ihr den Glauben habt, alles fein, alles in Ordnung, aber dann behaltet es für euch oder so und hört auf, dann die anderen Leute zu diskriminieren.
das finde ich halt, das ist eine sehr große Bitte. Und ja. Und erst recht, wenn auch irgendwelche, was weiß ich, die jetzt ja aus dem Ausland kommen oder so und herkommen, aber sind halt dann irgendwie gläubig oder irgendwas, oder das gibt's in dem Land nicht, wo sie herkommen, irgendwelche, keine Ahnung. Ja, weiß nicht, irgendwelche Leute, die halt aus dem Land kommen, dann lasst aber auch die Leute in Ruhe. Wie gesagt, hier sind andere Regeln als bei euch im Land. Und da müsst ihr euch auch dran halten. Ich brauche es nicht zu akzeptieren oder so, keine Frage, aber lasst die Menschen in Ruhe, okay? Und ja, das wollte ich noch mal kurz nochmal loswerden zu dem Thema, weil ich es immer sehr oft höre, ja, Transsexualität ist gegen Gott, Gott wollte das nicht und ist haram, alles Mögliche und so und... Das finde ich ein bisschen schlimm. Aber wie gesagt, jeder Mensch hat halt seinen eigenen Glauben und ja. Solange man die anderen damit in Ruhe lässt, ist alles in Ordnung. Da habe ich auch nichts dagegen. Und ja, das waren so die Kommentare, die ich bekommen habe, diese transphoben Kommentare aus dem Kuchen-TV-Video. Da war noch ein Kommentar, aber der war jetzt nicht so transphob, aber den wollte ich auch noch ansprechen. Und zwar, ich muss mal gucken, wie lange das Video schon geht. 20 Minuten. Ich quasi sehr viel. Und zwar hat da einer geschrieben, wie gesagt, der Kommentar ist nicht transphob, also ist nicht komplett gegen trans oder so. Keine Beleidigung, gar nichts. Aber ja, da hat halt der User geschrieben, wie gesagt, ich blende es mir hier ein. Kann ich nicht verstehen, wieso man jetzt nicht einfach mit seinem Geschlecht zufrieden sein kann. Mir ist so mein Geschlecht komplett egal. Ich lebe dann halt den Lifestyle, wenn ich nicht zufrieden bin mit meinem Leben bin. Dann würde ich einfach zu einer Therapie oder so gehen, aber jedem das sein so. Wie gesagt, ein komplett konstruktiver Kommentar, keine Beleidigung. Aber ich würde ihn trotzdem ansprechen, weil, ja, die Person kann sich halt nicht reinversetzen. Natürlich weißt du halt nicht, wie es ist, wenn man sich nicht im Körper wohlfühlt und so, weil du halt das Problem nicht hast, aber es gibt halt wirklich Leute, die leiden da wirklich darunter. Wie gesagt, man kann sich das sein Geschlecht leider bei der Geburt leider nicht aussuchen. Es gibt da nicht wie im Spiel, ich drücke jetzt hier auf Mädchen und bumm, bin ich Mädchen oder so. Keine Ahnung, wie bei Pokémon oder so. Gibt's halt nicht. Man wird halt als das geboren, was man halt geboren wird. Und da gibt's halt Leute, so wie ich, die damit halt nicht zufrieden sind. Manche merken es erst ganz früh schon. Auf diese Leute bin ich halt sehr, sehr, sehr begeistert und alles mögliche. Das habe ich schon so früh gemerkt. Hey, ich hätte es auch schon gerne so früh gemerkt. Oder mich halt so früh schon geoutet, getraut, aber ja. Und es gibt halt wieder noch Leute halt, die es auch erst später erst merken, was halt auch komplett normal ist. Wie gesagt, wenn man halt, ja, es kommt halt dann noch eine Zeit oder so. Bei mir war es ja auch, als Kind zum Beispiel, da habe ich mich ja auch, Pink zum Beispiel war immer meine Pinkfarbe, ich habe mich immer so für Mädchenklamotten interessiert und alles mögliche und wie halt Mädchen aussehen und alles mögliche und hatte auch damals in der Schule auch einen pinken DS gehabt, also Nintendo DS in Pink, wurde auch deswegen gemobbt und habe mich auch immer mehr für auch in Spielen und so für die weiblichen Charaktere interessiert, habe auch zum Beispiel bei Pokémon auch immer einen weiblichen Charakter genommen. Und wenn ich zum Beispiel manche Charaktere mal bei irgendwas erstellt habe, habe ich auch immer weibliche erstellt. Und ja, das war halt schon als Kind so und wollte auch immer als Kind schon, das war schon auch schon damals mit 9 oder so, immer schon lange Haare haben, ganz lange Haare, damit die Leute denken, wenn sie mich auf der Straße sehen, sie auch, ob ich ein Mädchen bin. Und ja, aber ich habe mich aber leider erst mit 23 getraut, bei meiner Mutter zu outen. Finde ich immer noch ein bisschen sehr schade. Ich hoffe, ich habe es gehört, aber leider gab es so ein bisschen Probleme mit meinem Stiefvater und so. Ich hatte da Angst gehabt, mich noch zu outen. Weil mein Stiefvater war damals wirklich nicht nett, den ich mal hatte. Und ja. Aber wie gesagt, solche Leute, die halt schreiben, ihr könnt euch halt nicht reinversetzen. Es ist halt, ja. Es gibt halt wirklich Leute, die sich halt nicht im Körper wohlfühlen, die sich halt wirklich drunter leiden. Wie gesagt, ich habe auch sehr drunter litten, auch jetzt die letzten 2 Jahre waren halt wirklich für mich schwer. Weil halt auch mit meiner Hormontherapie so lange gedauert hat, bis ich
bis ich die bekommen habe. Obwohl ich halt auch schon die ganzen Wege gemacht habe mit den Gutachten und so. Aber ich weiß, ich habe hier in der Nähe keinen Arzt gefunden. Außer jetzt, wie gesagt, jetzt in Berlin. Und ja, ich bin nie gerne rausgegangen. Ich war nur in mein Zimmer und alles mögliche. Ich wollte von keinem gesehen werden. Auf der Arbeit habe ich mich hinter meine komische große Sonnenbrille versteckt, damit man mein Gesicht nicht sieht. Und ja, sonst war ich halt nur drin. Ich war auch schon seit 7 Jahren nicht mehr im Schwimmbad gewesen, weil ich einfach mir jetzt einfach nicht wohl war und so. Und ja, und auch hatte auch Selbstmordgedanken und alles Mögliche gehabt. Jetzt bin ich so glücklich, wie ich noch nie war. Ich gehe gerne raus und alles Mögliche. Das habe ich auch in meinem Hormontherapie-Video angesprochen, dass ich sehr extrem glücklich bin und so und halt auch sehr selbstbewusster und alles Mögliche. Und ja, es gibt halt wirklich Leute, die halt, wie gesagt, sich halt da nicht wohlfühlen. Aber solche Leute können sich halt nicht reinversetzen. Und ja, das war zum Kuro-TV-Video. Jetzt kommen wir zu noch einer anderen Sache, und zwar auch wieder nochmal über mich. Und zwar, ich habe ja mein Outing damals gemacht, im Juni. Da habe ich mein Outing-Video gemacht. Ich habe mich ja sonst früher halt immer hinter der Kamera versteckt. Ich habe ja auch nie geredet vor der Kamera und alles Mögliche. Oder auch in meinen Videos nie geredet. Habe aber halt aber trotzdem halt immer gesagt, ich bin Mädchen und so. Und das auch schon seit jahrelang. 4, 5 Jahre lang, 6 Jahre lang, seitdem ich halt meinen YouTube-Account habe. Und dann habe ich jetzt angefangen, mich jetzt im Juni zu outen, dass ich mich endlich mal vor der Kamera zeigen will. Ich habe ja gesagt, warum ich mich halt nicht so lange immer versteckt habe. Und weil ich jetzt ja anfangen wollte, halt auch mal Videos vor der Kamera zu drehen, zum Beispiel wie bei meinen Overwatch-Videos oder so. Oder halt so eine Videos wie jetzt zum Beispiel. Und ja, da habe ich, wie gesagt, mein Outing gemacht. Kam sehr gut an, da habe ich auch sehr viele positives Feedback bekommen, was sehr, sehr nett war. Auch Leute, die mich jetzt schon seit langem nicht mehr geguckt haben, haben auch einen Kommentar geschrieben und haben gesagt, dass sie es sehr groß finden, dass ich jetzt damit rausrücke und alles Mögliche. Haben mich auch dann auch bei meinen Kollegen auf der PlayStation auch geoutet, die kamen auch alle super mit zurecht und haben sich gefreut, dass ich mich jetzt endlich mal traue, am Headset zu reden und so, dass ich halt gesagt habe, warum ich mich nicht am Headset traue. Weil wegen meiner Transsexualität, weil wegen meiner Stimme. Und ja, und dann kam ein Kommentar von einem Abonnenten, oder sagen wir mal Ex-Abonnenten, den ich hatte, der auch sonst immer Kommentare geschrieben hat, gute zu meinen Videos, zum Beispiel zu meiner Zeichnung, glaube ich, oder war das, oder zu irgendwas anderes, ist schon ein bisschen lange her. Und ja, der hat einen Kommentar geschrieben, blende ich euch, wie gesagt, jetzt wieder ein. Also ich kann zwar nicht viel Negatives gegen das sagen, was du geschrieben hast, weil ich ja auch in meinem Video gesagt habe, dass halt alles, was so transphob oder halt Beleidigung ist, gelöscht wird. Kotzen musste ich aber trotzdem. Und irgendwelche Work-Smileys. Und ja. Also du schreibst da, du kannst nichts Negatives sagen, aber schreibst dann danach, 2 Sekunden später, du musst es kotzen. Du musst es kotzen, weil du das über meine Transsexualität gelesen hast. Das ist genauso negativ, als wenn du jetzt irgendwas anderes geschrieben hättest, weißt du? Dass du wegen Kotzen halt, also dass du wegen meiner Transsexualität kotzen musstest, oder sagen wir mal, erbrechen, ist genauso transphob, ganz ehrlich. Also, ich habe den Kommentar auch dann gleich wieder gelöscht und auch geblockt. Weil, auch wenn das mein YouTuber war, der mich oft geguckt hat, also ein Abonnent, nee, sowas möchte ich erst gar nicht hier haben. Wie gesagt, dann habe ich noch gelöscht. Der heißt auch Star Wars Dark Kacke. Und ich habe dann auch mal auf seinen Account geguckt. Sehr viel Minecraft, also wird wahrscheinlich auch irgendein, keine Ahnung, wahrscheinlich 12-Jähriger gewesen sein oder so. Ja. Und ja, das war jetzt über mich. Und jetzt kommen wir noch zum anderen Thema. Und zwar hat die Bild, hat auch mal ein Video hochgeladen, jetzt vor ein paar Tagen oder vor einer Woche, glaube ich. Und zwar war da auch ein Video über eine Transsexuelle, die sich halt über ihr Outing geredet hat, wie es halt war so für sie und so. Und ich habe da natürlich mal reingeguckt und wollte mal gucken, was die Kommentare schreiben. Und als ich die Kommentare lesen habe, dachte ich mir einfach nur so. Na gut, es ist die Bild. Und Zuschauer oder Bildleser sind ja meistens immer so, aber
Naja, und da habe ich einen Kommentar rausgefischt und den möchte ich jetzt auch nochmal vorlesen. Wie gesagt, nichts gegen mir. Ich wollte auch erst einen Kommentar schreiben unter das Video, hab's aber dann gelassen, nachdem ich diese Kommentare gelesen habe, weil ich ganz genau wusste, ich hätte eh wieder irgendwelche negativen Scheiß bekommen. Deswegen habe ich es gelassen. Und zwar. Dies sollte man in einen Käfig einsperren und nicht sowas in der Öffentlichkeit zeigen. Einfach nur widerwärtig. Sollte wahrscheinlich widerwärtig heißen. Und ja, natürlich noch 5 Daumen hoch. Finde ich super. Ja, was soll man dazu sagen? Ich bin immer noch geschockt, was halt in dem Jahr 2020, wir leben nicht mehr im Jahr Mittelalter, keine Ahnung was. Oder halt nicht mehr in dieser Dingszeit, hier, wo halt Leute, die halt anders waren, irgendwie ausgegrenzt wurden. Wir leben das Jahr 2020 und es ist einfach immer noch ein Schock, was halt immer noch, sagen wir mal, für den, ja, dass es immer noch Diskrimination gegen transsexuelle Menschen gibt. Oder auch noch immer noch gegen Schwule oder so. Und Lesben und alles Mögliche. Ja, aber so ist es leider. Man kann doch solche Menschen auch nicht zwingen, sich zu ändern oder halt das zu akzeptieren, ist halt so, aber ich finde es jetzt immer schlimm, wenn sie halt dann ins Internet gehen und dann halt irgendwelche Beleidigungen zu schreiben. Das ist halt echt. Ah. Und was ich auch nicht verstehe, ist einfach, warum schreiben die? Das habe ich auch schon oft gehabt. Und zwar, ich habe ja damals, vor 3 Monaten, habe ich ja mein erstes Video dazu gemacht zu meiner Hormontherapie, wo ich halt 9 Monate hatte. Jetzt habe ich das ein Jahr schon geschafft. Seit etwa. Und ja, da habe ich halt ein. Das ist ein sehr, sehr langes Video. Ich hoffe, OBS macht noch mit. Ah ja! So, da habe ich halt meinen Kommentar, also mein Video gemacht zu meiner Hormontherapie. Und da kam dann einer an, der einfach nur geschrieben hat, widerlich. Und sich selber noch einen Daumen hoch gegeben hat. Wow. Und da frage ich mich eigentlich, ich meine, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Abonnent von mir oder so, aber warum, wenn du sowas schlecht findest mit Transsexualität oder halt dann nicht, oder dagegen bist, warum guckst du dir dann überhaupt das Video an? Oder warum suchst du überhaupt danach? Das verstehe ich nicht. Weißt du, die Leute sind halt gegen irgendwas oder gegen YouTuber oder so. Und ja, das verstehe ich nicht. Oder das ist genauso wie hier mit Drachen dort zum Beispiel. Der hat ja nur Hater, weil er halt damals sehr schlechte irgendwelche Anmerkungen gemacht hat oder so. Irgendwelche Dings, aber da bin ich jetzt nicht gerade drin. Und die Leute abonnieren den, um zu haten. Ist nur mit der Welt so? Ich verstehe das nicht. Wenn ihr was nicht mag, warum sucht ihr überhaupt danach? Oder abonniert die Person noch oder irgendwas? Und ja. Ein solches Thema und andere, die wir noch ansprechen. Ja, komm. So. Und jetzt kommen wir noch zu einer anderen kleinen Sache. Und zwar kam er jetzt vor ein paar Monaten. Ich glaube, es war im Juni, glaube ich. Ich glaube, kam im Juni raus. Kam also Last of Us Part 2, was leider nicht so gut ist. Also ich finde es nicht so gut, das Spiel. Die Story ist leider sehr schlecht. Und ja. Und da war auch erst großes Thema mit. Erstmal gab es ja vor ein paar Jahren gab's einen Trailer. Und da hat man halt gesehen, wie Ellie ihre Freundin küsst. Da gab es gleich so einen Aufschrei, Ellie ist lesbisch, ihr habt das Spiel versaut. Ich meine, Newton hat schon beim ersten Mal gemerkt, dass man lesbisch ist, aber egal. Lesben, oh, was soll ich? Warum macht ihr sowas rein und so? Gab es erstmal gleich Hate. So. Dann kam das Spiel raus im Juni. Und dann kam er raus in Last of Us Part 2. Gibt es einen transsexuellen Charakter, der Frau zu Mann ist. Und da haben irgendwelche Leute bei Reddit und so oder halt auch bei Amazon und so schlechte Bewertungen geschrieben. Ja, wie kann man sowas ins Spiel bringen? Ist das widerlich? Lasst uns mit diesem Müll in Ruhe und so. Das ist ja ekelhaft. Sowas sollte man nicht in der Öffentlichkeit zeigen und so. Oh, Leute. Das ist ein Spiel.
Das ist nicht die Realität und allein. Ah! Da haben die sich so aufgeregt bei einem transsexuellen Charakter im Spiel. Haben das Spiel dann schlecht bewertet und alles Mögliche. Haben irgendwie die Entwickler beleidigt und alles. Ich komme auf Menschen nicht klar. Deswegen, ich finde es schlimm einfach, was noch in 2020 für transphobe Menschen gibt. Ganz ehrlich, also oder halt Leute, die halt auch so gegen schwulenfeindlich und alles Mögliche. Erst recht Micke Pablo. Das ist für mich einer der schwulenfeindlichsten Menschen überhaupt. Und ja, also habe ich mir nur mit dem Kopf geschissen und so. Ich meine, es kam noch schlimmer bei The Last of Us. Da gibt es irgendwie einen Charakter, der irgendwie einen anderen Charakter im Spiel, ich möchte nicht spoilern, im Spiel tötet am Anfang. Und ja, dann sind die Menschen dann so gewesen, dass sie auf einmal die Sprecherin von diesem Charakter, also von der Mörderin, angeschrieben haben und die Todeswünsche gewünscht haben. Nur weil der Charakter, den sie spricht, ein Charakter im Spiel umgebracht hat. Todeswünsche. Alles klar, okay. Was kann ihr denn dafür? Aber gut, das ist ein anderes Thema, das hat jetzt nichts mehr mit Dings zu tun. Ich wollte es mal ansprechen, weil, wie gesagt, weil ich gerade bei Lars was war. Und ja. Ja, und das war, was ich halt zu dem Thema sagen wollte, wieder zu Transphobie in 2020. Ich finde es immer noch sehr schade, ich bin immer noch ein bisschen sehr geschockt, dass wir halt immer noch manche Menschen über Transsexuelle denken, aber man kann halt den Menschen leider nicht ändern und so. Und ich meine, wie gesagt, die können auch weiterhin, also die müssen nicht unbedingt das akzeptieren oder alles Mögliche und so, aber ja. Ich finde es einfach trotzdem halt schlimm. Dann lasst aber die Leute einfach nur. Dann lasst euch die, wir tun euch nichts. Es kann auch euch egal sein, ob ich jetzt trans bin oder nicht. Ich tue euch ja nichts. Ihr braucht euch ja mit mir nicht beschäftigen. Und so, weißt du? Finde ich halt schlimm. Aber ich wollte es gerne mal ansprechen. Ich wollte das Video schon seit Ewigkeiten machen. Ich habe das Video auch schon zweimal versucht aufzunehmen, nur da war irgendwie kein Ton. Da habe ich jetzt eine Stunde irgendwie mal umsonst geredet. Das war sehr schlimm. Danach war scheiße, umsonst. Und ja. Und ja, das Video ist ein bisschen lang geworden. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Thema sagt. Wie ihr das findet, wie halt noch manche Leute über Transsexuelle und so denken. Oder halt auch über Schwule und so, Lesben. Alles, was so mit Gender, Transsexualitäten zu tun hat. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Wie, oder wie halt das Verhalten von manchen Leuten halt. Und ich möchte gerne noch für andere Transsexuelle noch sagen und was loswerden. Macht euch bitte keine Sorgen. Macht euch bei ihnen, wenn ihr solche Kommentare kriegt, macht euch bitte keine Sorgen. Ich habe schon oft gehört, dass manche Leute sich Angst hatten, sich zu outen oder so, wegen solcher Kommentare, weil sie das halt mitbekommen, was Transsexuelle für Kommentare im Internet kriegen oder so. Aber es sind halt manchmal irgendwelche Leute, die halt, ja. Entweder kriegen die es von ihren Eltern eingetrichtert, oder es ist halt mit ihrem Glauben und alles Mögliche, hängt da zusammen, oder es sind halt irgendwelche Leute, die denken, die wären die coolsten, wenn sie irgendwelche Leute im Internet mobben würden. Und wenn sie dann auf einmal auf der Straße stehen und stehen dann vor mir, denken sie sich so. Weiß. Ja. Macht euch nichts daraus, wie gesagt, werdet glücklich und lässt euch von solchen Leuten einfach nicht unterkriegen. Habt doch keine Angst vor solchen Leuten. Ja, es gab auch schon wieder vor ein paar Monaten hier in Deutschland wieder einen Fall. Ich glaube, irgendwo in Bayern war das oder so. Ich weiß es gerade nicht. Da wurde irgendeine Transsexuelle beim Bäcker irgendwie von drei Leuten angemacht, von drei Männern. Die die wurde dann irgendwie dumm angemacht irgendwie. Und dann hat die Transsexuelle irgendwie einen Stein zu denen geworfen, was ich natürlich dann auch gesagt habe. Warum machst du das? Lass sie doch einfach gehen. Nicht auf die. Und dann haben die diese drei Männer halt die zusammengeschlagen oder so. Aber die hat doch ein bisschen provoziert, wie gesagt, mit den Steinen werfen. Aber ja. Und wow, drei Männer gegen eine Person. Wow. Das sind immer die Besten. Und ja, wie gesagt, lasst euch da nicht unterkriegen. Werdet glücklich. Wie gesagt, ich bin so super glücklich. Und ich war noch nie so glücklich wie jetzt und lass mich auch von so einer Kommentare nicht runtermachen. Klar, die tun weh. Solche Kommentare tun wirklich weh. Ich war auch wirklich geschockt, als ich sie bekommen habe, aber ja.
Ich mache mir nichts draus. Ich mache mir nichts draus, wie gesagt, auch hier auf meinem Account, wenn ich was kriege, wird es einfach gelöscht und geblockt. Also wenn es eine Beleidigung ist oder halt irgendwas Transphobes, dann wird es, wie gesagt, gelöscht und geblockt. Darum möchte ich euch auch nochmal bitten, wenn ihr das Video seht, in den Kommentar schreibt, lasst bitte sowas. Es wird sofort gelöscht und geblockt. Und ja, wie gesagt, macht euch nichts draus. Das möchte ich immer gerne euch auf den Weg gehen. Und ja, das war das kleine Video zu dem Thema Transphobie in 2020. Es ist extrem lang geworden, ist sogar länger geworden als die anderen Videos, die ich davor gemacht habe. Ich habe jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr geredet. Ah, das wird Spaß mit dem Schneiden. Aber ich glaube, ich kriege das Video noch diese Woche hoch. Und ja, sonst könnt ihr mir vielleicht auch gerne eine Bewertung geben. Wenn ihr das Video gut fandet und so, könnt ihr mir gerne eine Bewertung geben. Könnt ihr, wie gesagt, gerne einen konstruktiven Kommentar schreiben zu dem Thema. Und ja, und sonst kann ich schon sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video.